Ja, Ludwig Hohlwein zählt zu den erfolgreichsten Münchner Werbekünstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er wurde als Münchner Plakatkönig gefeiert und hatte auch weit über die Stadtgrenze Münchens hinaus den Ruf eines exzellenten Gebrauchsgrafikers. Und so gibt es einige Motive, die sich bis auf den heutigen Tag als werbewirksam erwiesen haben, weiterhin in Verwendung sind, wie zum Beispiel der Franziskanermönch, der einem ja auf jedem Etikett der Weißbierflaschen dieser Brauerei begegnet. Ein weiteres Motiv, das viele, viele Jahrzehnte hindurch in Verwendung war, zeigt dieses Plakat hier mit den beiden Raubkatzen, mit denen der Tierpark Hellerbrunn für sich viele Jahre geworben hat. Und eine Spezialität von Ludwig Hohlwein waren eben Tierdarstellungen wie diese hier. Er selber war ein passionierter Jäger und verstand es insofern hervorragend, charakteristische Eigenschaften einzelner Tiere, die Eigenart in ihrer Bewegung treffend ins Bild zu bringen. Und so zeigen auch die beiden Raubkatzen hier, ja, haben etwas Bedrohliches und Lauerndes an sich. Im Vordergrund sieht man einen Leopard und im Hintergrund mit dem gekrümmten Rücken einen Panther auf diesem Plakat. Und bei der Gestaltung seiner Plakate hatte Ludwig Hohlwein eine ganz besondere Arbeitsweise. Die Basis bildeten im Endeffekt Fotografien mit einem starken Hell-Dunkel-Kontrast. Und wenn er nun einen Auftrag erhielt, wählte er aus seiner Fotosammlung ein geeignetes Motiv aus, legte das Fotonegativ auf eine erleuchtete Glasplatte und stellte eine erste kleine Skizze an, die er dann seinem Auftraggeber vorlegte. Und da war es relativ einfach möglich, noch Veränderungen vorzunehmen. Und erst nach diesen Schritten wurde dann der Entwurf auf die gewünschte Größe gebracht, letztlich dann auf Lithosteine übertragen und so eben dann das Plakat gedruckt.